Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster. Hier bei mir im neuen Mondgeflüster-Headquarter, nicht mehr auf dem Dachboden, sondern ich bin runtergezogen in ein Zimmer. Das soll hier ein kleiner Test sein vom Studio, das ist noch nicht ganz fertig. Ich bekomme auch nochmal Hilfe, wie man das am besten auch mit der Belichtung macht und meine Brille sich nicht mehr so spiegelt. Aber ja, ich möchte einfach mal gucken, wie sich das denn schneidet und sich bearbeiten lässt. Deshalb einmal ein kleiner Spoiler, wie das Studio ungefähr aussehen wird. Ja, heute mit einer ganz besonderen Mission, mal wieder mit einer sowjetischen, zum einen eine sehr, sehr wichtige Mission. Es geht um die allererste Weltraumstation in der Geschichte der Raumfahrt, die aber leider sehr tragisch endete. Ja, und daher einmal jetzt dieses Intro. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Bis bald. Herzlich willkommen beim Mondgeflüster zu einem weiteren Faktenvideo zur sowjetischen Raumfahrt. Und ja, warum das leider tragisch endete bzw. immer damit verbunden werden wird, diese erste Raumstation, das erfährst du hier in diesem Video. Fakt Nummer 1. Salyut 1 war die erste Raumstation von insgesamt 7 Stationen des Salyut-Programms, welches bis 1991 fast 20 Jahre lang durchgeführt wurde. Der ursprüngliche Name sollte Sarja, was Morgendämmerung bedeutet, lauten. Zur Änderung gibt es in unterschiedlichen Quellen unterschiedliche Aussagen. Zum einen, um mögliche Verwechslungen mit dem Rufzeichen der Bodenstation zu vermeiden. Zum anderen war man der Meinung, dass dieser Name die Chinesen beleidigen könnte, deren geheimes neues bemanntes Raumschiff ebenfalls Morgendämmerung heißen sollte. Fakt Nummer 2. Das Salyut 8 Modul bzw. Salyut DOS-8 ist das russische Wohn- und Navigationsmodul der ISS und trägt den Namen Zvezda, was Stern bedeutet. DOS leitet sich aus dem Russischen ab und spricht sich wie folgt aus. Dies bedeutet übersetzt Langzeit-Orbitalstation. Das Kernmodul der sehr bekannten Raumstation Mir trug übrigens die Nummer DOS-7. Zu Mir gibt es allerdings bald auch noch mehrere oder ein Faktenvideo. Mal gucken, was da so zusammenkommt. Fakt Nummer 3. Salyut entstand aus der Grundlage der Almaz-Raumstationen in Kombination mit Baugruppen des Sojus-Raumschiffes. Almaz sollte für militärische Aufklärungszwecke genutzt werden. In der Tat wurden zwischen 1973 und 1976 3 Almaz-Stationen bzw. Missionen durchgeführt, aber wegen Geheimhaltung als zivile Salyut 2, 3 und 5 ausgewiesen. Zeit- und Ressourcenaufwand für die Wartung der Stationen wurde aber durch das sowjetische Militär gegenüber automatischen Aufklärungssatelliten als zu hoch eingeschätzt und nicht weitergeführt. Fakt Nummer 4. Mit dem Bau der Station wurde 1970 begonnen. Etwa ein Jahr später wurde die Station zum Kosmodrom nach Baikonur verschifft und Restarbeiten durchgeführt. Fakt Nummer 5. Kommuniziertes offizielles Ziel war, alle Elemente einer bemannten Raumstation zu testen, sowie verschiedene wissenschaftliche Experimente durchzuführen. So waren unter anderem ein Solarteleskop, ein Spektrometer und ein Elektrophotometer Teil der Ausrüstung. Inoffiziell wurden auch mehrere militärische Experimente bei Salyut 1 durchgeführt, zum Beispiel mit einem geheimen Radiometer und einem UV-Instrument, mit dem Raketenstarts auf der Erde beobachtet werden konnten. Fakt Nummer 6. Am Heck sorgte ein Sojus-Service-Modul mit Solarpanelen für einen Teil der Energieversorgung und die Steuerung im Weltraum. An der Vorderseite war ein weiteres Paar Solarpanel angebracht. Dort befand sich auch der Kopplungsadapter. Fakt Nummer 7. Die Spannweiten der Solarpaneele betrugen etwa 10 Meter und hatten eine Gesamtfläche von 28 Quadratmeter. Fakt Nummer 8. Die Station wog etwa 19 Tonnen beim Start und war bei einem maximalen Durchmesser von 4 Meter ca. 16 Meter lang. Mit Sojus Raumschiff waren es denn knapp über 20 Meter. Das unter Druck gesetzte Volumen betrug knapp 100 Kubikmeter. Davon waren 90 Kubikmeter bewohnbar. Fakt Nummer 9. Unterteilt war die Station in 3 unter Druck gesetzte Abteile.
einem Transferteil, welches mit dem Dockingport ausgestattet war, dem Hauptteil, welches der wichtigste Teil war und wo die Kosmonauten die meiste Arbeitszeit verbrachten, und einem Hilfsabteil, wo Kontroll- und Kommunikationsgeräte, die Stromversorgung, das Lebenserhaltungssystem und andere Hilfsgeräte untergebracht waren. Das vierte und letzte drucklose Abteil hatte einen Durchmesser von 2 Meter und enthielt die Antriebe und die dazugehörigen Steuergeräte. Fakt Nummer 10. Gestartet werden sollte am 10. Jahrestag von Juri Gagarins Erstflug in den Weltraum. Durch kleinere Verzögerungen fand der unbemannte Start schlussendlich am 19. April 1971 gegen 6.40 Uhr Ortszeit bei leichtem Regen vom Kosmodrom Baikonur statt. Trägerrakete war eine Proton-K. Fakt Nummer 11. Sojus 10 war die erste Mission, die die erste Besatzung zu Saljut 1 bringen sollte. Der Start erfolgte am 22. April 1971 vom Kosmodrom in Baikonur und die Besatzung bestand aus Wladimir Shatalov, Alexei Jeliseev und Nikolai Rukavishnikov. Fakt Nummer 12. Am 24. April frühmorgens nahm Granit, so das Rufzeichen von Sojus 10, ein erstes softes Andocken vor. Ein softes Andocken ist übrigens ein Kontakt zwischen Raumschiff und Raumstation ohne vollständige Verbindung. Der Computer erkannte dabei aber eine Anomalie in der Ausrichtung des Raumschiffes und begann die Lageregulierungsdüsen zu zünden, um dies auszugleichen. Dadurch wurde Sojus 10 zur Seite gedrückt, ein hartes Docking war nicht möglich und es wurde sehr viel Treibstoff verbraucht. Durch weitere Probleme mit dem Andockmechanismus konnte keine druckdichte Verbindung hergestellt werden. Daher wurde die Mission schließlich abgebrochen und die Sojus 10 Kapsel kehrte am 24. April abends mit der Landung in Kasachstan auf die Erde zurück. Fakt Nummer 13. Mit einem verbesserten Kopplungsadapter sollte nun die Sojus 11 Mission mit den Kosmonauten Georgi Dobrowolski, Viktor Passajew und Wladislav Volkov einen erneuten Versuch vornehmen. Die Mission startete am 6. Juni 1971 vom Kosmodrom in Baikonur. Das Rufzeichen der Sojus 11 Mission war Bernstein. Diesmal klappte das harte Docking. Die erste Nacht verbrachte die Mannschaft allerdings im Sojus-Raumschiff, da wegen einem verbrannten Geruch die Atmosphäre in der Station getauscht wurde. Fakt Nummer 14. Am 29. Juni 1971 koppelte das Sojus-Raumschiff wieder von Saljut 1 ab. Somit betrug der erste bemannte Aufenthalt in einer Raumstation überhaupt knapp 23 Tage. Die Mannschaft stellte damit natürlich auch gleich einen Langzeitrekord für den Aufenthalt im Weltraum auf. Fakt Nummer 15. Die Kapsel landete am gleichen Tag der Abkopplung in Kasachstan. Beim Öffnen der Luke bot sich dem Bergungsteam allerdings ein schrecklicher Anblick. Alle drei Kosmonauten saßen leblos in ihren Sitzen. Für die erste Besatzung einer Raumstation im Weltall endete die Reise somit tragisch. Fakt Nummer 16. Grund für diesen schrecklichen Vorfall war ein Frischluftventil, welches sich beim Absprengen vom Servicemodul nach erfolgtem Bremsmanöver noch im All zu früh geöffnet hatte, sodass die Atemluft aus der Kapsel entwich und die drei Kosmonauten erstickten. Fatalerweise wurden in der Kapsel keine Druckanzüge getragen, was irgendwie unglaublich klingt, solch ein hohes Risiko einzugehen bei so einer Pioniermission, irgendwie unvorstellbar. Fakt Nummer 17. Weitere bemannte Flüge wurden daher erst einmal abgesagt, denn der Fokus lag jetzt erstmal auf ausgiebige Tests und Verbesserung der Sojus-Kapsel. Fakt Nummer 18. Der Orbit der Station wurde noch mehrfach angehoben. Dabei konnten wertvolle Daten über Treibstoffverbrauch, Lageregulierung und Höhenverlust der Station gesammelt werden, bis diese zur Neige gingen. Um einen unkontrollierten Absturz zu verhindern, wurde am 10. Oktober 1971 das letzte Bremsmanöver kontrolliert eingeleitet und Saljut 1 verglühte einen Tag später in der Erdatmosphäre über dem Pazifik. Fakt Nummer 19. Insgesamt war die erste Raumstation damit 175 Tage im Orbit, umkreiste die Erde dabei insgesamt 2929 Mal und legte eine Gesamtstrecke von knapp 119 Millionen Kilometer zurück. Fakt Nummer 20.
Das Schicksal der drei Kosmonauten ist bis heute der einzige tödliche Unfall, der sich oberhalb der 100 Kilometer Kármán-Linie, also im Weltraum, zugetragen hat. Laut den Quellen trat der Tod so etwa bei 170 Kilometer Höhe ein. Und das war das Faktenvideo zur allerersten Raumstation. Natürlich ein Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte, gar keine Frage, aber leider ein tragisches Ende mit dem Tod der drei Kosmonauten. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.